Das Stichwort Ehrlichkeit taucht ja inzwischen wieder auf. Jetzt ist es der Herr Pofalla, der groß angekündigt hat, indem er noch ein paar hundert Millionen draufgelegt hat, sei das jetzt sozusagen der neue Stand der Ehrlichkeit. Wir sind gespannt, wie das weitergehen wird. Jetzt bitte an die Kehlkreis im Namen von Henning Sirok in Berlin vor der Aufsichtsratssitzung bzw. in Genf beim Weltwirtschaftsforum. Ja, Henning Sirok grüßt euch alle hier. Er ist in Davos, da ist das Weltwirtschaftsforum. Er hat uns gestern einen Brief geschrieben und heute noch ergänzt. Die Straßen von Davos sind vollgestellt mit hunderten Autos, die bei laufendem Motor keinen Meter vorankommen und mit ihren Verbrennungsmotoren die gute Luft von Davos verpesten. Ein ungewollter Beitrag zur Rettung des Klimas, die am Donnerstagabend im Open Forum von dem Umweltschützer und ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore thematisiert wurde. Henning schreibt über sich, der Vorsitzende der Gesellschaft Kultur des Friedens, Henning Sirok, konfrontierte Al Gore in der Diskussion mit der Frage, warum die vielen geführten Kriege nicht als Klimakiller untersucht würden. Viele Kriege würden und werden immer noch um den Rohstoff Öl geführt. Deshalb brauchen wir ein Solar for Peace Program, um die Länder ökologisch und ökonomisch und friedenspolitisch zu stabilisieren, so Sirok auf dem Forum. Al Gore ist von ihm auch in die Friedensstaatswoche nach Tübingen im Juli eingeladen, um über die Rettung des Klimas zu sprechen und seinen neuen Film über die brisante Klimazerstörung zu zeigen. Gestern um 16.30 Uhr gab es noch eine Podiumsdiskussion zu Umweltrisiken mit Al Gore. Und Henning schreibt weiter, Merkel und Präsident Macron sind heute, also war gestern, auf dem Programm des zweiten Tages des Weltwirtschaftsforums und er wird versuchen, ihnen das Umweltumstiegsbrief und das Umstiegskonzept zukommen zu lassen. Merkel kann sich ein Beispiel an Macron nehmen, nachdem er das Flughafenprojekt gestoppt hat. Und nachdem Henning bei der Veranstaltung mit Al Gore war, sagte Gruß mit Al Gore an die unentwegten Stuttgart 21 Kundgebungsteilnehmerinnen in Berlin. Um das Klima zu retten, müssen wir alle fossilen Energieträger auf regenerative Energiequellen umstellen. Dazu gehört auch die Mobilität. Das heißt, alle Großprojekte einer menschenfreundlichen Klimatauglichkeit zu unterziehen. Wie S21. Deswegen, Umstieg jetzt! 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 Henning schließt seinen kurzen Gruß von heute für eine ökologische und ökonomische sowie menschengerechte Bahn. Soli-Gruß aus Davos, Henning!